Und da sind wir wieder zurück. Hallöchen. Schön, dass ihr immer noch da seid. Und wir machen jetzt ein Experiment, das ich vorbereitet habe. Und Julia und Inga wissen leider nichts davon, was denn da jetzt kommt. Ich Leider? schalte Ah, mal. das ist ja super. Ja, das ist Ja, der das ist Spaß an der Sache. das ist der Spaß an der Sache. Ja, genau, nicht leider. So, ich muss mal kurz mein Mikrofon ein wenig hier rüber nüllen. So, ich habe hier zwei Gläser vorbereitet. Vor das Lana eine. ist da. Hä? Perfekt. Belana ist gekommen. Perfekt zum Experiment. Schön. Hi. Ja, hi. Hi. Ich mach's mal gerade etwas größer für alle zusammen. Oh, jetzt sieht man natürlich gerade so nicht, wo der Cent vorliegt. So. Vor dem einen Glas liegt ein Cent und da gebe ich Wasser rein, um genauer zu sein. Salzwasser kommt da rein, wo der Cent vorliegt. Und in das andere Glas, da kommt ganz normales Leitungswasser rein. Ungefähr gleich groß. Die beiden Flaschen standen jetzt hier schon mehrere Stunden. Das sieht man, dass das Salzwasser ein klein wenig trüb ist. Ich habe das eben noch versucht, ein bisschen mehr Salz hineinzuschütteln. Aber die stehen jetzt schon längere Zeit hier oben. Und jetzt habe ich was vorbereitet, nämlich, tada, eingefärbte Eiswürfel. Ja, Ja. Bier, eingefärbte Eiswürfel. Sieht ganz Und lecker aus. ne? Und Teesiebe, nicht Teesiebe, Die Teebeutel, also Beute. für losen Tee, genau. Und da tue ich jetzt mal zwei Eiswürfel, zwei für jedes Glas ein. Leckeres Rezept, André. Ja, ne? Ist total Solltest du in die super. Sterneküche übergehen? Macht das nach Ist und das, folgt mir auf wird das Instagram. Eistee? Ja, das Eistee? wird Eistee. Eistee? Ja, So, schlechte Wort jetzt jetzt sind. Eistee. Sind wir wieder. Wiener Wiener Jugendherberge. Genau. So. Hagebuttentee meinst du? Ja. Und ich habe das in einen Beutel reingetan, damit sie nicht nach oben abdampfen und lasse die Gabel drin stehen. Es ist wichtig, dass das Eis sich unten befindet. Ja. Und dasselbe mache ich mit den anderen beiden Eiswürfeln. Schlage die auch zusammen. Also ich schlage sie nicht zusammen. Die können ja nichts dafür. Die Sondern bluten schon. ja. So. Und halte die auch mit der Gabel unten. Und dann sollten tatsächlich nach einer Zeit sollte etwas Etwas passiert. sichtbar werden. Passieren. Es wird etwas passieren. Genau. Wie Wir lange sind geben. gespannt. Ja, André, das ist toll. Also, Aber beim nächsten. was könnte denn passieren? Frage ich mal so. Inga und Julia oder auch total gerne den Chat. Was meint ihr denn könnte passieren? Ja, fragen wir mal den Chat. Also, ich habe ja mal eine Vermutung. Aber hast du die, André, du hast die jetzt gerade nur in den Beutel reingemacht, damit du die besser unten halten kannst, oder? Genau, damit ich sie besser unten halten kann, weil wenn ich da nur eine Gabel oder sowas Dann drauf rutscht es. tue, dann, wenn der Eiswürfel dann irgendwann schmilzt, wird er nach oben wegrutschen. Genau. Ich Ja. habe die in den Beutel hineingetan, weil das dann hoffentlich dazu führt, dass sie auch unten bleiben. Also Olaf vermutet, dass jetzt Haie kommen und André aber den statischen Modus eingestellt, ne? als Abendessen snacken. Statischen André-Modus ist das nicht so Das gefährlich. rechte Glas, also das, wo der Cent vorliegt. Be Dass das Belana vermutet, rosa wird. genau, ja, vermutet, dass es rosa wird. Ja, aber ich würde mal, ich bemühe mich Also, mal, die Kameraperspektive etwas zu verändern.
Das heißt, ich bemühe mich mal. Er schaut jetzt so ein bisschen, das ist, glaube ich, einfach wegen, weil das zu so trüb ist im Salzwasser, sieht das jetzt schon so ein bisschen rosa aus. Das ist ein Glas. Ja, es wirkt so, als würde sich das Centglas schneller verfärben. Ja, da ist durchaus ist da ein wahrer Kern Ja, bei. also ich würde ja vermuten, weil Ja. du hast ja wahrscheinlich Süßwasser, also Leitungswasser eingefroren. Und dementsprechend würde ich mal vermuten, dass im Salzwasser, weil das halt Süßwasser ist, dass dann das rote Wasser, wenn es schmilzt, langsam nach oben steigt, weil es weniger dicht ist als das Salzwasser. Und beim anderen bleibt es unten. Würde ich jetzt mal. Ja, ich Ja, würde auch klar. Du bist da der, behaupten. du bist da der, genau dem richtigen Effekt auf der Spur. Im Salzwasser steigt das kalte, angefärbte Wasser nach oben, weil Salzwasser eine höhere Dichte hat als Wasser bei 0 Grad. Wenn das auftaucht, steigt es nach oben. Man kann jetzt leider, also es sieht so aus, als ob sich das komplett mischt, aber aus der Kameraperspektive kann man so leicht erahnen, dass es oben ein klein wenig mehr rot ist als so in der Mitte vom Glas. Und beim rechten, nicht beim rechten, beim anderen, wo keine Münze davor liegt, ich habe eine furchtbare Rechts-Links-Schwäche, wenn ich das mal so ein bisschen zur Seite drehe, kann man es vielleicht ein bisschen besser erkennen. Das Eis da unten drin hat schon angefangen sich aufzulösen, also schmilzt, weil ist ja Raumtemperatur das Wasser. Und da steigt tatsächlich überhaupt gar kein rotes Wasser auf, weil das 0 Grad hat. Und Wasser hat dann bei 0 Grad eine höhere Dichte als das, ich sag jetzt mal, 20 Grad warme, also Raumtemperatur warme Wasser. Und deswegen steigt es von den Eiswürfeln. Das angefärbte, aufgetaute Wasser steigt tatsächlich auf und bildet sich an der Oberseite. Und beim normalen Wasser bleibt das kalte, angefärbte Wasser unten stehen. Und so funktioniert dann tatsächlich auch die Eisschmelze, wenn man in die Polarregionen geht oder wenn man sich Eisberge anguckt. In Eisbergen ist der Salzgehalt fast null. Also klein wenig Salz kann mit einfrieren, aber man spricht eigentlich immer nur, wenn man Eisberge hat oder so, von Süßwassereisbergen. Und wenn die auftauen, besonders wenn es in wärmere Gewässer geht, also wenn ein Eisberg quasi weiter nach Süden kommt und du hast tatsächlich dann warmes Wasser drumherum, dann wird das Wasser davon tatsächlich nach unten absinken, was ich sehr, sehr spannend finde. Aber wenn du es in einer Polarregion hast, wo das Wasser so 3, 4 Grad hat, also wo dieser Effekt sich umdreht, der Temperaturunterschied muss schon groß sein. Wasser hat seine höchste Dichte bei 4 Grad. Das heißt, wenn das umgebende Wasser 4 Grad ist, dann fängt an, 0 Grad warmes Wasser nach oben zu steigen, also auch Eis, dass es schwimmt. Wenn es wärmer ist, dann ändert sich die Dichte entsprechend und das Wasser, das kalt ist, also 0 oder 1 Grad hat, fängt an abzusinken. Genau. Und so kann man das in einem kleinen, einfachen Experiment machen. Ist leider nicht so eine schöne Schichtbildung bei dem Salzwasser, aber ich glaube, man kann es gut erkennen, dass bei dem anderen sich was tut. Also wenn ich mal. Jetzt kann man es sehen, glaube ich, ne? Das Dass da kannst du ein bisschen. tatsächlich unten auch gefärbtes Wasser ist, aber das steigt einfach nicht hoch, weil es immer noch kälter ist und deswegen eine höhere Dichte besitzt. Schick. Jo. Und Schön. das war auch Mirjam Glasner hat dazu auch eine Experimentbeschreibung gemacht. In ihrem Adventskalender kam das sogar noch drin vor. Und jo, Kannst du da davon, da reinpucken? habe ich mir das, Achso, ne? genau, ich habe gerade den Link nicht. Ich werde den aber gleich nochmal raushauen. Ich habe alles zugemacht, auch meine Browser, damit das Spiel einigermaßen läuft, das ich jetzt auch wieder anschmeißen werde. Ich lasse euch das Experiment noch da und werde in der Zwischenzeit mal das Spiel wieder anschmeißen.
Das ist eine sehr schöne Ansicht, die wir dort haben. Es sind keine toten Fische für Leute, die jetzt dazu kommen. Ich habe neulich auch ein cooles Experiment gesehen, das ich machen will. Das hat zwar nichts mit Meer zu tun, aber es schaut cool aus. Deswegen mache ich das einfach trotzdem. Ja, das ist die richtige Entscheidung. Beim Finde ich nächsten gut. Mal. Ja. Ich bin gespannt, ob wir noch auf eine Lederschildkröte gleich treffen werden, wenn wir da weiter tauchen. Die gibt es nämlich in jedem Meer. Die können gar nicht viel falsch machen in diesem Spiel im Vergleich zu diesen Fischarten, die eigentlich nicht im gleichen Wasser vorkommen, also am gleichen Ort schon. Ja, da Ich stell mal wieder auf mein Gesicht und dann steigen wir mal wieder in das Spiel ein. Wir können ja nachher mal wieder noch mal reinschalten in das Experiment, was ich so Ja, getan habe. oh ja. Das können wir machen. Ich Da bin ich total. versuch das so ein bisschen im Auge zu behalten. Ja. Vielleicht trennt sich es noch ein bisschen besser auf Ja. im Salzwasser Vielleicht gibt es Dingens. irgendwann oben die rosa Schicht und unten ist fast gar nichts Pirates mehr. Wir Im müssen mehr Salzwasser. Dinge, wir müssen mehr Dinge sammeln, sonst kommen wir nicht ins nächste Level. Genau. Ja, sammel mal Dinge. Ich wollte zum Thema Meeresschildkröten noch was sagen, nämlich die sind ja Even though ein bisschen piracy anders dates als all the way back to the Landschildkröten. Die haben 14th ja century BC, diese it may be Paddel und die haben reasonable auch to assume that it has Salzdrüsen. existed for as Das long ist as ganz interessant, mankind weil used oceans for diese Salzdrüsen, die transporting haben die goods and normalen resources. Landschildkröten Pirate's nicht. Nest is one of the ignorable sites which gave Inga, the kannst du gerade thieves ganz kurz warten, seclusion bis and das reprieve from Gelaber their vorbei ist? persecutors. The golden age Ich höre of das gar nicht, piracy das is Gelaber. long gone, Ah, but the so. determined can still Also find außer treasure meinen. and valuables beneath the water Oh, schön, die surface. beiden. Jetzt ist das Gelaber vorbei. Genau, das war einfach. Wir haben eine kurze Einführung Schurken. bekommen. Ja, Schurken, da haben wir eben den Hai getroffen. Ich muss mal gucken. Nur statisch, alles klar. Die Gefahren sind ausgeschaltet. Es war bloß schwer, sich auf dich zu konzentrieren während dem Gerede. Ja, Deswegen. ich habe mal wieder den Fehler gemacht und habe nicht da drauf geklickt. Ich hab das überhaupt nicht gehört. Profi. Naja, also Meeresschildkröten haben Salzdrüsen im Vergleich zu den Landschildkröten. Und sie haben Paddel und auch Krallen an den Paddeln. Und die können ihren Kopf nicht einziehen, weil ihr Panzer stromlinienförmig umgebaut ist. Also bei Gefahr zieht doch die Landschildkröte den Kopf ein. Das kann die Meeresschildkröte nicht, was sie noch schlimmer für Suppengenuss prädestiniert. Fies, ne? Ach so, weil sie den Kopf nicht zurück, dann kann man auch toll den Kopf nehmen, oder wie? Ja, kannst du gut abschneiden. Ja. Ja. Die Armen. Richtig fies, ja. Kein Homeoffice für Meeresschildkröten, sehr schön. Wolltest du noch was über die Lederschildkröten Ach so, erzählen? ja, genau. Die Lederschildkröte ist eigentlich genau genommen keine Meeresschildkröte, da die eine eigene Familie darstellt. Und das ist die größte Art. Die werden über 2 Meter lang, also normalerweise so um die 2 Meter, aber können auch bis 2,50 Meter lang werden. Und so 700 Kilo schwer. Die schwerste, die sie bis jetzt gefunden haben, also wo es nachweislich auch so ist, dass die so schwer ist, das war eine 2,56 Meter lange und 916 Kilo schwere. Fast eine Tonne, das ist krass. Ja, genau. Es gibt dann es gab noch einen anderen Fund, wo man immer behauptet hat, die wären über eine Tonne schwer, aber da hat man beim näheren Hinschauen, kann man das nicht mehr nachweisen, dass das wirklich so war. Die haben einen losen Knochenpanzer. Das heißt, sie haben so kleine Knochenplatten und die sind überzogen mit einer Lederhaut. Deswegen heißt die Lederschildkröte von ihrer doch etwas merkwürdigen äußeren Form. Und die haben so Riffel, also super stromlinienförmiges Tier, mit so nach hinten geriffelt den Panzer. Und haben keine Krallen im Vergleich zu den ganzen anderen Meeresschildkröten, die ja 1 bis 2 Krallen an ihren Paddeln haben. Und die haben einen rosa Fleck, der ist individuell. Also man könnte die an ihrem rosa Fleck auf dem Kopf bestimmen. Und haben überall auf der Welt Nistplätze.
Und das sind die weitreisendsten Reptilien und die, glaube ich, dritt- oder viertschwersten Reptilien. Also es gibt ein paar Krokodile, die sind schwerer. Die werden schwerer, aber die Lederschildkröte ist geiler im Weitschwimmen. Und die kann auch super tief... Ja, Krokodilien. Wusstet ihr noch nicht. Klingt nach einer Blumenart, ja. Ja, die schnappen zu, so eine fleischfressende Blumenart. Ja, die Lederschildkröten, die können über 1200, also wurden schon in 1200 Meter Tiefe gesichtet beim Tauchen nach Quallen. Fressen am liebsten Quallen und haben keine Zähne, sondern so Stacheln in der Speiseröhre, die dazu führen, dass die Quallen nicht wieder rausglibbern. Das haben aber die anderen Meeresschildkröten auch. Das kann, davon habe ich nichts, das habe ich nur bei der Lederschildkröte von gelesen und auch ein Foto gesehen. Kann man sich anschauen, sieht fies aus. Ja, das haben die anderen Schildkröten auch und das ist, diese Stacheln sind eben genau auch so ein Problem. Wenn die, ja stimmt, wir hatten da schon mal drüber geredet, dass diese Stacheln sie schützen, dass sie deswegen nicht die Quallennesseln abkriegen. Hatten wir schon mal drüber geredet. Ja, und stimmt. Dass auch das Problem ist, dass wenn die zum Beispiel Plastiktüten oder so schlucken, dass sie die quasi nicht mehr rauswürgen können, weil ja diese Stacheln nach innen zeigen und die da dran hängen bleiben. Ja, damit. Ja, bei ein Drittel der Lederschildkröten, die sind ja Hauptquallenfresser, findet man auch leider Plastik. Was hast du denn da? Wie du? Die Steuerung ist durchaus eine Herausforderung. Du machst es sehr gut von hier aus. Ja, du kannst dich, also bei den anderen Spielen war es irgendwie so, eine Taste vor, eine zurück und so weiter und so fort, ja. Mhm. Und hier ist es jetzt wirklich vor, zurück, links, rechts, schneller vor, schneller zurück, hoch, runter und dann noch Rotation. Oh, okay. Krass. Ja. Apropos Abtauchen, die Lederschildkröten, die so tief abtauchen können, die haben einen krassen Trick. Die werden schwerer, die haben schwereres spezifisches Gewicht als das Wasser, wenn sie ihre Lungen kollabieren lassen. Was sie tun, um abzutauchen. Also die müssen dann gar nichts mehr machen. An der Wasseroberfläche nehmen sie einen relativ starken Winkel und machen kräftige Flossenschläge und ab einer gewissen Tiefe lassen sie sich einfach weiter runtersacken in der Wassersäule, um auf die Jagd nach Quallen zu gehen. Das ist echt phänomenal. Die benutzen dann Sauerstoff nicht mehr aus der Lunge, sondern aus Muskeln und Blut, um in den Tiefen da zu überleben. Ja, so ähnlich machen das, glaube ich, Pottwale auch. Ja, richtig krass. Dann gucke ich mal, ob ich noch irgendwas zu dem... Sehr gut, André. Netze aufgeräumt. Sehr, sehr... Oh, da oben war ein übrigens Fisch. Tagsüber eher unten im Meer und nachts oben. Das liegt an den Quallen. Die folgen den Quallen. Irgendwie. Wie, was? Sag nochmal, wie, wo? Nachts? Nachts sind sie... Nachts oben? Nee, nachts oben, tagsüber unten. Achso, das ja. Das ist ja bei ganz vielen, das ist ja Plankton ist ja, ist ja meistens, habe ich zumindest irgendwann mal so gelesen, also die Tiere, die Prädatoren mit Vögeln und so haben, die hängen ja meistens tagsüber unten und nachts oben, weil nachts werden die eben nicht gesehen an der Wasseroberfläche. Dann können die sich da auch oben bewegen. Safer. Ja. Ja, genau. Du hast immer so eine Planktonwanderung im Meer. Ja. Und das ist eigentlich immer nachts kommen die hoch und tagsüber gehen sie runter ins Dunkle, damit sie nicht so gut gesehen werden. Das ist die größte Migration auf der Welt quasi, diese Planktonbewegung täglich im Wasser. Das war wieder eine Schildkröte. Genau. Jetzt sind wir hier wieder hier am Anfang. Ich weiß jetzt nicht, irgendwo gab es hier auch noch größere Höhlen. Wurde uns in der Vorschau gezeigt, ne? Aber ich habe bisher nur diesen einen Tunnel gefunden. Ja, aber vielleicht in anderen Leveln kommt das noch. Ja, aber das war ja so hier, als wir einen Überblick gemacht haben über das Krähennest, ach so, waren ja diese Quallen auch. Ach so. Und diese Höhle habe ich noch nicht gefunden. Ach so, stimmt. Ja. Stimmt.
Ja, ach, genau, ja, zu den Schildkröten in Texas. Ah, was ja gerade die Runde gemacht hatte. Genau, ist ja so, dass gerade in USA eine krasse Kältewelle ist, also vor allem in Texas, in Gebieten, wo die Leute das nicht gewohnt sind. Also es ist ziemlich katastrophal da gerade, mit krassen Minusgraden bis, keine Ahnung, minus 20 Grad oder so. Was halt nicht das Problem ist, wenn man darauf eingestellt ist und richtige Häuser aus Stein hat und so und nicht seine scheiß Stromnetz überirdisch hat und sowas. Deswegen haben die gerade in USA ein ziemliches Problem. Und genau, und nicht nur die Menschen haben ein Problem, sondern auch die Schildkröten haben ein Problem, weil halt auch das Wasser im Golf kalt geworden ist und weil Schildkröten Reptilien sind, auch Kaltblüter genannt, weil die eben nicht selber ihre Körpertemperatur hochhalten, sondern eben abhängig sind von der Umgebungstemperatur, gehen die jetzt in eine Kältestarre. Und das ist natürlich ein Problem für Meeresschildkröten. Also das machen Landschildkröten auch. Aber die machen so eine Art Winterschlaf, ne? Also kennt man vielleicht, wenn man mal eine Schildkröte als Haustier hatte, dass man die im Winter irgendwie in den Keller packt oder sowas oder einen Kühlschrank tut, genau. Ja. Das Problem ist halt, wenn man eine Meeresschildkröte ist und im Wasser ist und halt auftauchen muss zum Atmen, hat man ein Problem, wenn man in eine Kältestarre gerät und dann irgendwie auf dem Meeresboden sinkt. Genau, und deswegen haben NGO die Schildkröten gesammelt aus dem Wasser und haben die jetzt im Lager und die haben halt eben über 4000 Schildkröten gesammelt und genau, und die liegen jetzt irgendwo rum, ich weiß nicht, in der Turnhalle oder so. Im Konferenzzentrum oder so, glaube ich. Ja, oder Konferenz, genau, ich weiß nicht mehr genau. Ja, und kann also man ja eh nicht gerade benutzen. Kann man ja eh gerade nicht benutzen. Oh, ich habe die Quallen gefunden. Genau. Oh, cool. Genau, und also und es ist aber tatsächlich so, dass die machen, also das ist jetzt kein neues Ding, die machen das jedes Jahr, dass halt in manchen Gebieten es kälter wird und die diese Schildkröten retten, aber es sind halt dann eher mal 400 oder so, wenn es hochkommt in krassen Zeiten und jetzt sind halt 4000. Das ist natürlich schon echt ganz schön heftig. Und hätte ich jetzt irgendwie auf die Idee, wäre ich jetzt auch nicht gekommen, dass die Schildkröten ein Kälteproblem kriegen in Texas. Ja, das hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass die rechtzeitig irgendwie abdüsen. Und bei der Lederschildkröte, die ist auch ein bisschen besser angepasst, weil wenn die so tief taucht, dann ist es da teilweise nahe dem Gefrierpunkt. Jetzt quatscht sie wieder. Entschuldigung, ich musste das Level nochmal neu starten, weil ich keine Luft mehr hatte. Pirate's Nest is one of the infamous sites which gave the thieves seclusion and reprieve from their persecutors. The golden age of piracy is long gone, but the determined can still find treasure and valuables beneath the water's surface. Oh. Jo. Inga, du kannst wieder weiterreden. Ja, diesmal habe ich es auch gecheckt. die haben, also wenn so eine Lederschildkröte so tief taucht, dann gibt es da Wassertemperaturen, die nur knapp über dem Gefrierpunkt sind. Und man hat sich gefragt, wie die das machen, weil die bis zu 18 Grad ihre Körpertemperatur wärmer haben teilweise als das sie umgebende Wasser. Und die aktuelle Forschung sagt, dass es daran liegt, dass sie immer in Bewegung sind. Dass sie im Gegensatz zu diesen Schildkröten, die jetzt in die Kältestarre da verfallen, nicht irgendwie sich nicht mehr bewegen, weil es kälter wird, sondern immer, also die schlafen nicht in dem Sinne oder so, oder zumindest nicht, indem sie einfach mal rumhängen an der Wasseroberfläche oder so, sondern sie bewegen sich fast immer. Mhm. Also es gibt nur ganz wenig, ich glaube 0,1% der Zeit, wo sie, oder 1% irgendwie sowas, wo sie dann mal in Ruhe irgendwo rumhängen. Und die machen extrem weite Wanderungen. Man findet die auch in der Nordsee. Die mögen kältere Gewässer. Und im Vergleich zu den anderen Meeresschildkröten, die auch als Meeresschildkröten definiert sind, gehen die zum Nesting, also zur Eiablage, auch eher nicht in Korallenriffgebiete, sondern an Strände, wo nicht so ein Riff davor ist. Also auch nach Sylt? Nee, auf Sylt ist es nicht warm genug. Das ist ja dieses Thema mit den Eiern. Die müssen ja ausgebrütet werden von der Sonne. Und solange Sylt oder auch Amsterdam nicht so warm sind, wird da kein Schildkrötenei ausgebrütet von der Sonne. Ändert sich vielleicht über die nächsten 100, 200 Jahre nochmal. Aber das kriegen wir dann nicht mehr mit. Ja. Und es gibt einen verbrieften Fall, wo eine Lederschildkröte, die eigentlich so gut wie keine normalen Feinde hat, wegen ihrer Größe,
ein Hai weggebissen hat, der es mal versucht hat. Und nachdem der Hai weggebissen worden ist von ihr, so weggeschnappt wurde als Verteidigung, ist sie auf das Boot, das das beobachtet hat, losgegangen. Die war wohl ziemlich in Rage. Okay, ja, wenn man gerade so einen Hai abgewehrt hat, dann ja, fühlt man sich unbesiegbar. Ja. Ja. Das kann Andrea bestätigen, nachdem er eben den weißen Hai sehr erfolgreich abgewehrt hat. Ja, man findet die eben auch in der Nordsee. Und irgendwie letzten Winter im November oder Dezember oder so haben die in Dänemark, eine Kindergartengruppe hat eine angestrandete, tote Lederschildkröte gefunden. Und es ist auch im Lübecker Museum. Hi. Nee, sorry. Nee, ist ein Delfin. Alles gut. Delfin, ja. Die puzzeln gerade, ein schleswig-holsteinisches Museum puzzelt gerade an einem Lederschildkrötenknochenpanzer herum, den sie bei Ausgrabungen gefunden haben. Aber dadurch, dass es so kleine Stückchen sind, die alle nur mit dieser Lederhaut, die natürlich nicht archäologisch wiedergefunden werden kann, die haben da ein schönes Puzzle. Das ist besser als Ravensburger. Auf jeden Fall. Ja. Und ich habe mal geguckt, weil ich hatte doch immer mal von der Tour de Turtles erzählt. Das ist, in Florida machen die bei der Eiablage an so einem Niststrand von den Schildkröten, taggen die Schildkröten und machen dann von Juni bis Oktober oder so migratorische Nachverfolgung von den Schildkröten. Da gibt es zwei Kategorien, einmal Lederschildkröten und einmal Hardshell. Und die Lederschildkröte namens Freckles, die ist seit dem 16.06., an dem sie getaggt wurde, bis heute 12.784 Kilometer weit geschwommen. Die hat ihren Tag noch dran, das heißt, man kann immer noch schauen, wo, also wie weit sie dann morgen ist. Wohingegen Mandy, ein Loggerhead, also eine echte Karettschildkröte, nee, unechte Karett, der ist das Tag abhanden gekommen. Die ist von Mitte Juni bis zum 29.11. nur 1829 Kilometer weit geschwommen. Was auch nicht wenig ist, aber ja, so eine Lederschildkröte, die pest schon rum. Die kommen etwa alle 2 bis 3 Jahre an Land und legen Eier. Pirates. Die Lederschildkröten. Und was, wie alt die werden? Nee, das weiß man nicht. Forgotten. Die sind ziemlich unerforscht. Ja, es gibt Leute, die sagen, die werden so 20, 30 Jahre alt. Dann gibt es aber auch welche, die sagen, die werden 50 Jahre alt. Und dann gibt es auch ganz großzügige Rechner, die sagen, die werden 100 Jahre alt. Also so richtig definiert ist es nicht. Die sind ja auch nicht in Gefangenschaft gehalten. Hm. Ja, krass, also ich meine, also Landschildkröten werden noch sehr alt, oder? Ja. Oder sind das auch nur so diese Galapagos-Schildkröten, die so alt werden? Nee, ich glaube mal, also kannst auch mit, also ich habe mal irgendwie so eine Geschichte gehört von jemandem, der hat als Kind eine Schildkröte geschenkt bekommen und hat die als Rentner immer noch gehabt. Also so 60, 70 Jahre werden so Landschildkröten auf jeden Fall. Ja. Also aber wie alt ist Lonesome George geworden? Der ist doch erst neulich gestorben. Also, Lonesome George? Ja. Das war eine Schildkröte auf Galapagos. Riesenschildkröte, das war noch die einzige ihrer Art, deswegen hieß er Lonesome George. Und der ist erst noch nicht vor ein paar Jahren gestorben, noch nicht so lange her. Ich habe ihn noch gesehen, 2011 habe ich ihn noch gesehen. Persönliche Audienz. Nee, 2012 ist er gestorben, ich habe ihn gerade noch gesehen. Ich würde jetzt nochmal kurz einen Blick auf das Experiment werfen wollen. Ja, mach mal. So viel kann man jetzt leider, glaube ich, nicht erkennen. Ja, also so ein bisschen schon. Hier kann man jetzt deutlich sehen, dass die Eiswürfel komplett geschmolzen sind. Und das rot gefärbte Wasser unten geblieben ist. Beim anderen, man kann es nicht so. Ich nehme mal ein bisschen die Gabel zur Seite. Man kann es vielleicht. Auf der Kamera kann man es vielleicht erahnen, dass es oben ein klein wenig roter ist als unten. Wenn ich mal so kann man es, glaube ich, ungefähr sehen, dass es ein bisschen an der Oberfläche roter ist. Also ja, kann man. Unbewaffnet, also ohne dass man durch eine Kamera guckt,
kann man es auf jeden Fall deutlicher sehen, hier, wenn man live vor Ort wäre, sage ich jetzt mal. So wollte ich es hinstellen, genau. So. Dann hätte man es besser sehen können, aber ja, der Effekt ist schon ganz gut. Vielleicht war nicht genug Salz drin im Wasser. Ich habe es halt nicht erhitzt und das Wasser reingerührt, sondern nur ordentlich geschüttelt. Das ist vielleicht auch nochmal eine Sache. Dann löst sich, wenn man es auf dem Herd macht, löst sich halt viel, viel mehr Salz im Wasser. Oh, apropos Salz, da fällt mir ein, ich habe ja noch mal zu den Solebecken mir ein bisschen was angeschaut. Erinnert ihr euch? Ja. Ah, ja. Beim letzten Mal haben wir doch noch mal die Solebecken angeguckt. Genau, und dann habt ihr gefragt, wie die entstehen, und ich wusste es nicht, und jetzt weiß gut. Und zwar. Eine Frage, bevor du anfängst zu erzählen, wie das mit den Solebecken ist. Soll ich mal, ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen geguckt, wir können auch in die toten Minen jetzt mittlerweile rein, wo wir anscheinend etwas über die Geschichte von Amerika auch lernen. Oder sollen wir damit noch warten und ich bemühe mich noch mal im Piratennest mehr Schätze zu finden? Weil da habe ich noch nicht genug Zeug eingesammelt. Ich wollte nur fragen, wo wir weitermachen können. Die toten Minen können wir eigentlich nächstes Mal machen, ne? Ja. Das Sons einsammeln noch ein of bisschen. Horus. Du hast gefragt, wie viel Grad es braucht, damit es Wein in Dänemark gibt. Pirates Nest. Keine Ahnung. Ja, weiß ich auch nicht. Wein in Dänemark. Also ich meine, es gibt ja, wir Hamburger sind ja sehr stolz gewesen auf den Weinanbau in Hamburg. Auf dem Stimmfang. Wir haben einen Weinberg. Gesponsert von den Even though Stuttgartern. piracy Jetzt dates quatscht all die the way Frau back to wieder. the 14th Entschuldige, century Inga. BC, it might be reasonable to assume that it has existed for as long as mankind used oceans for transporting goods and resources. Pirate's Nest is one of the infamous sites which gave the thieves seclusion and reprieve from their persecutors. The golden age of piracy is long gone, but the determined can still find treasure and valuables beneath the water's surface. Das, was Horst die sagt mit dem mit Wein im Dänemark, wir haben das ja neulich festgestellt, dass es tatsächlich Wein in Dänemark gibt, ne? Es gibt seit ein paar Jahren Wein aus Dänemark. Es ist warm genug in Dänemark. Kein Ja, in Hamburg Scheiß. ja auch. Und auch es in Irland gibt es auch Weingute, die seit ein paar Jahren Wein produzieren. Na gut, in Irland gibt es aber auch Palmen. Also Irland ist da nicht so weit Ja, weg. okay. Wegen dem Golfstrom, ne? Ja. Also ne, Horsti meinte, wie viel Grad die Schildkröten, also die Schildkröten Eier denn brauchen, wenn es doch sogar Wein in Dänemark gibt. Also er meinte so quasi, da sollte es doch warm genug sein für die Ach so, Schildkröten-Eier. ja, nee, Das nicht über meinte eine lange Period of Time. Ich glaube, dafür braucht man dollere Sonneneinstrahlung auf Quarzsand. So, damit es lang genug heiß ist. Übrigens, das hatten wir beim letzten Mal ja auch schon, dass die Temperatur wichtig ist, um das Geschlecht von Schildkröten oder die Temperatur, die Bruttemperatur bestimmt das Geschlecht der Schildkröten. Und ich habe bei der Recherche gesehen, dass die grüne Meeresschildkröte, das ist diese Suppenschildkröte, in Australien, da haben die herausgefunden, dass es momentan sogar so ist, dass es 100, auf 116 weibliche Schildkröten, die werden erst ab 32 Grad weiblich, also Bruttemperatur, kommt eine männliche. Also dadurch, dass die Temperaturen steigen, gibt es ja mehr weibliche Schildkröten, also nicht überall und immer, aber die Tendenz bei steigenden Temperaturen ist so. Und da haben die mal durchgezählt in einem Jahr. 116 weibliche und ein männliche. Das ist richtig scheiße, wenn du im Ozean auf ein Männchen treffen willst, um Eier zu befruchten. Aber eigentlich ist es doch so rum besser, weil ein Männchen kann wahrscheinlich mehrere Weibchen befruchten, als wenn nur ein Weibchen da wäre und ganz viele Männchen. Ich würde Ja. sagen, besser für die Überlebenschancen. Aber ja, ich habe jetzt auch gerade nur so Landschildkröten, also bei Landschildkröten sind schon so 33 Grad.
bei die du dir inkubieren musst. Und ich meine, ich weiß halt auch nicht, wie lange. Und ich fürchte nicht, dass man jetzt auf Sylt 2 Monate oder sowas, so 55 Tage, 66, sowas in dem Dreh. Genau, so lange solche Temperaturen hat. Ich meine, außer man hat mal wieder irgendwie so einen krassen Sommer, wie vielleicht vor 2 Jahren oder sowas, aber das ist ja nicht immer gegeben. Ja. Ja, das muss die Schildkröte erstmal einschätzen, ja, so, ob sich das dann lohnt. Genau, dann sind die Eier verloren, wenn es nicht klappt. Besser an einen warmeren, wärmeren Ort zu gehen. Ja. So, beim letzten Mal war auch, es wurde mir auch hier irgendwie gesagt, dass ich irgendetwas hacken kann. Also zwei Sachen. Ich weiß aber nicht, wie ich die Spitzhacke bediene. Schon, du hattest eine Hacke. Ja, ja, schon. Ja. Und das wird mir hier rechts unten auch angezeigt, dass ich irgendwas hacken kann. Ja, 63 Mal kannst du. Nee, dreimal? Dreimal. Also drei, irgendwas drei. Ja, 0 von 3 habe ich gefunden. Ja. So wenig Hack. Ja. Jules, du hattest irgendwie gerade genau, was. Ja, genau, die Sohlebecken, wie die Sohlebecken entstanden. Ja. Also Sohlebecken sind ja, haben wir ja beim letzten Spiel gesehen, das sind ja quasi Salzseen unter Wasser. Mhm. Also, und ich weiß jetzt auch nicht mehr, ob man das, also im Video hat man das auch gut gesehen. Also man taucht da wirklich runter in die Tiefsee und man ist da wirklich See unter Wasser. Und das liegt daran, dass das Wasser da unten halt sehr, sehr salzig ist. Und zwar so salzig, dass es sich mit dem Wasser drüber nicht mehr vermischt. Und dadurch hat man 2 Schichten. Und deswegen sieht das so aus, wie als ob da unter Wasser noch mal so ein See ist. Das hat man zum Beispiel auch so in den Zenoten in Mexiko, wo einfach Meerwasser und Süßwasser aus diesen Flüssen aufeinander trifft. Da kriegt man auch diese Schichten. Und da schaut das dann aus, als ob eher so als ob die Luft aufeinander trifft. In dieser Luft. So, die Sohlebecken. Die sind entstanden, also die gibt es hauptsächlich, findet man die im Golf von Mexiko. Also auch woanders, aber da so gibt es ganz, ganz viele. Und zwar ist das so entstanden, dass früher hat sich mal der Golf von Mexiko wurde abgetrennt vom Atlantik. Und dann hattest du da quasi einen großen Salzwassersee, der dann langsam verdunstet ist, bis dann einfach nur noch das Salz übrig geblieben ist. Das heißt, man hatte da eine Salzschicht und dann ist irgendwann der Atlantik wieder da reingeflossen und zu der Zeit haben sich auch die Rocky Mountains gebildet und als die quasi hochgedrückt wurden, hat sich einfach viel Sediment und so und Geröll wurde dann ging weg und wurde durch den Mississippi in den Golf von Mexiko getragen und da ist dann quasi dieses extra Sediment reingefallen in dieses neu gebildete Meer auf das Sediment, wo drunter schon diese Salzschicht von dem ehemaligen Salzsee war. So, ne? Also da war diese Salzschicht, da hat sich ein bisschen Sediment drauf abgelagert. Jetzt kam dieses neue Sediment aus dem Mississippi. Er ist quasi da drauf gestürzt und hat so das Salz, das halt leichter ist als Erde, rausgedrückt an manchen Stellen. Und da, wo das rausgedrückt wurde, hat sich halt das Salz dann mit dem Wasser vermischt und hat eben diese Salzseen gebildet. Und daher kommen diese Sohlebecken. Und weil eben da unten in der Tiefsee quasi kaum Bewegung herrscht, also man hat nur so eine ganz langsame Strömung, bleibt das auch alles so und vermischt sich nicht weiter. Und die Salzgehalt, ich weiß nicht genau, ich konnte irgendwie nichts finden, was genau für ein Salzgehalt da drin ist, aber der muss wirklich enorm hoch sein, weil einfach Viecher, also da ist viel Leben drumherum, also gerade Muscheln und sowas, weil dort eben auch symbiotische Bakterien sind. Mhm. Die da Methane und so nutzen können. Und da sind auch zum Beispiel viele Schleimaale unterwegs, die dann diese Muscheln fressen oder Krebse. Und wenn die zum Beispiel in dieses Sohlebecken reinfallen, dann sterben die halt, weil das so salzig ist. Und die werden da drin auch präserviert. Also ein bisschen wie so eingelegt, in Salz eingelegt. Und oh Gott. Genau, und sind dann quasi wie so Mumien und die schwimmen dann auch da oben, weil ja die Dichte des Wassers so viel ist, dass die quasi da oben auf dieser Oberfläche so tot und irgendwie mumifiziert rumschwimmen. Das ist ziemlich abgefahren. Vielen Dank. Bitteschön. Ja. Ja, also dann wird da wahrscheinlich der Salzgehalt von diesen Dingern, wenn du sagst, das war etwas, was dann quasi ausgetrocknet ist und dann ist wieder Wasser reingekommen, weil der Wasserdruck so hoch ist, wird das wahrscheinlich übersättigt sein.
mit Salz. Mhm. Ne? Also so viel, wenn der Druck höher ist, kriegst du noch mehr Salz quasi in das Wasser reingequetscht, wenn man es mal so ausdrückt. Das wäre halt dann beim Normaldruck hätten wir dann quasi so etwas wie Salz, wo dann schon wieder Salzkristalle ausfallen würden. Schätze ich mal. Wenn das so Sohle-Dings ist, dann ist es... Ja, also, ja, wahrscheinlich. Also, weil wenn diese Krebse oder so, wenn die da reinfallen, dann kriegen die richtig, also wenn die da länger liegen, kriegen die richtig eine Salzschicht. Oh ja, okay. Ja. Ja, gibt's auf jeden Fall auch. Also kann man auch mal im Internet, wenn es einen interessiert, gucken. Also da gibt's auch coole Videos. Da gibt's auch Videos von der Nautilus. Das ist so ein Tiefsee-Tauchboot, also ein unbemanntes. Und da versuchen sie auch, quasi versuchen sie so ein bisschen da reinzutauchen. Und das ist auch witzig, weil du das halt in der Kamera sehen kannst, wenn die Schicht durchbrochen ist. Aber sie kommen fast gar nicht rein. Also sie müssen richtig Schub geben, weil der Auftrieb da drin so krass ist, dass sie sich da richtig reindrücken müssen. Und danach dann machen sie den Motor aus und dann poppen sie da einfach wieder hoch. Das ist schon Apropos hochpoppen, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Du bist in der Höhle. Da gibt es sicher Schätze. Aber du ersäufst gleich, weil du hast fast keinen Sauerstoff mehr. Ja, das sehe ich auch gerade. Ja, aber links geht's raus. Ja. So, das nehme ich noch mit und dann... Ah, das gibt's hier auch mal im Sauerstoff. Ist auf jeden Fall immer richtig gut in Höhlen tauchen, wenn man gerade keinen Sauerstoff mehr hat. Ja, Gratulation, du hast einen neuen Ort freigeschaltet. Das vergessene Riff. Juhu! Awesome! Another fine job. This will do. I believe this is the beginning of a beautiful cooperation. Ja. I'm sure the wildlife is also thankful for cleaning their homes from the... I know the... Ja, jetzt gehen wir... Forgotten Reef. Ins vergessene Riff. Aber das ist doch auch schön. Das sieht doch aber schon wieder... Ja? Wir sind überall auf der Welt. Das sieht doch aus wie... Irgendwas wieder in Asien da. Ja, ich hätte auch so Südostasien oder ja, so. Ja, total. Here we are. This place really lives up to its name. Shame. Come on. Hat er eigentlich da die ganze Zeit eine Maske auf? Nee, nicht die ganze Zeit. Jetzt gerade. Als erstes. Verkleidet sich immer so. Warum hat er denn jetzt eine Maske auf? Ja, eben. Das ist so. Es ist da auch schon Covid im Spiel. Im weißen Sinne des Wortes. So, jetzt kommt wieder die Frau, die kurz was erzählt. Oh. Coral reefs support almost 25% of global marine life. Unfortunately, there is a significant decline of corals due to climate change and pollution. When water temperatures get too warm, the colored, microscopic algae living in their tissues will be released. Without the algae, which provides the corals with nutrition, starvation begins. Forgotten Reef is a grim reminder of mankind's continuous expansion and development. Okay, wir tauchen jetzt also in einem Bereich, in dem es sehr, sehr viele die toten Ebenen, wo es anscheinend sehr viel Umweltverschmutzung gibt. Jo. Deswegen hat er die Maske auf. Wegen Pollution. Also da muss man vielleicht, ich weiß nicht, also falls ihr schon mal in vor allem Südostasien wart oder so, da haben Leute auch viel diese Masken auf, also schon vor Corona, einfach wegen dem ganzen Smog in der Stadt und sowas. Also wenn die Luft schlecht ist, setzt man auch diese Masken auf. Ja, ich habe mal in Asien gearbeitet und das war in der Nähe von Shanghai und mir war das Smog-Thema noch nicht ganz so bewusst. Also ich war schon monatelang in Asien, aber noch nicht in China. Und dann saß ich morgens in so einem Business-Hotel an einem See und ich dachte, ach, das ist hier aber eine schöne romantische Atmosphäre so, die Sonne geht auf, dunstig am See und zwei Stunden später war der Dunst immer noch nicht weg. Und dann so, ja Inga, das ist Smog. Oh, das hörte auch nicht auf, weil wir waren halt abends gelandet, da hat man es nicht gesehen und am nächsten Morgen dann, ja.
Ja, ich hatte auch mal 2 Tage in Shanghai, auch mit so einem Smog. Also das war so schlimm, dass du eigentlich, du konntest nicht rausgehen. Also sobald du draußen warst, 10 Minuten, hattest du richtig Kopfschmerzen und so. Ja. Das ist echt, also... Ja, es ist echt nicht widerlich. Ein Spaß. Ja. Wart ihr schon mal in Singapur? Ja, da habe ich gelebt. Du hast da gelebt? Krass. Ja, ein halbes Jahr. Oh. Ja, in Singapur steckt auch Ingapur. Ja. Ja, ich weiß auf jeden Fall von Singapur, dass du da auch eine interessante, also erstmal Luftverschmutzung, damit haben sie halt auch zu verkämpfen, aber vor allem auch mit dem subtropischen Klima und den Klimaanlagen, dass in Singapur gibt es 80% Hausstauballergiker. Krass. Ja, und wie man festgestellt hat, sind die letzten 20%, die keine Hausstauballergiker sind, nicht weil sie keine Allergie kriegen, sondern weil sie nicht Gendefekt, aber quasi eine vererbte Eigenschaft haben, die dazu führt, dass das Staub für diese Menschen keine Allergien auslöst. Das heißt, eigentlich wären es 100% der Menschen hätten dort bereits eine Hausstauballergie, aber 20% sind immun gegen, oder nicht wirklich immun, sondern haben einen Defekt, der dafür sorgt, dass sie keine allergische Reaktion bekommen. Mhm. Ja, krass. Hm. Ja. Zum Thema Klimaanlagen kann ich nur sagen, dass es sehr krass ist, dass die überall diese Klimaanlagen anhaben, weil das eine Umgebungstemperatur in einem Gebäude deutlich unterscheidet von der Temperatur außerhalb des Gebäudes. Und so 20 Grad ist nix. Und je teurer die Mall, die haben ja immer Einkaufszentren, desto kälter, weil das ein Privileg ist, wenn man so schön runterkühlen kann. Das heißt, wenn du bei den Japanern bist, die Schickimicki-Malls da betreiben, dann hast du da, keine Ahnung, 15, 17 Grad drin und wenn du rausgehst, hast du 30. Das ist so krass. Aber das ist ja irgendwie in jedem heißen Land, dass die immer so übertrieben runterkühlen auf so eine Temperatur. Dann gehst du rein, dann ist so, zuerst ist es so irgendwie schön kühl und dann fängst du an zu frieren. Und dann musst du immer Jacken mitnehmen ins Kino oder sonst was. Du musst dir immer lange Hosen anziehen, weil es halt einfach kalt ist drin. Ja, wahrscheinlich sind es nicht 15 Grad, aber es sind für mich gefühlte 15 Grad. Und ich habe mich damals gewundert, dass die, obwohl es nicht regnet, immer die Wischanlage bei den Autobussen anhaben. Das liegt einfach daran, dass drin die Klimaanlage so krass ist, dass die Luftfeuchtigkeit draußen kondensiert am Bus. Mhm. Oh Gott. Ja. Total assi. Aber ich wollte euch eigentlich noch was erzählen zum Thema Meeresschildkröten, weil wir haben noch auf unseren Touren erzählen wir doch immer von falschen Eiern. Dass diese Geschichte mit den Meeresschildkröten-Eiern, wo eine Engländerin die nachgebildet hat mit einem 3D-Drucker und das heißt übrigens Investigator, also wie Investigator, aber das Ick ist Egg. Wortwitz. Okay, und die haben die erste Phase mittlerweile abgeschlossen von der Forschung. Also es ging darum, die Handelsrouten der Schildkröteneier nachzuverfolgen, weil in von den Mexiko gewilderten das, Schildkröteneiern. Genau, von den gewilderten Schildkröteneiern, weil die Schildkröteneier dort so als Snack in der Bar auch mal gereicht werden, ne? So für $1, $2 oder so. Und die haben 101 Nester in Costa Rica ausgestattet mit jeweils einem nachgebildeten Ei, also 3D-Print-Ei, das dann GPS und GSM drin hatte. Davon wurden 25% illegal ausgeräumt von diesen Eiern und 5 Eier haben es geschafft, tatsächlich den Weg des Eis zu tracken. Zweimal grüne Meeresschildkröte und einmal Olive Bastard. Also eine dieser kleineren, die sie die Arabiata machen. Arribata. Ihr wisst noch. Also für die, die das jetzt hören, diese zwei kleinsten Schildkrötenarten, die gehen alle gleichzeitig, da gehen die Weibchen gleichzeitig an den Strand und legen ihre Eier ab. Gehen tagsüber an den Strand und legen ab die Eier. Das heißt Arribata. Und
Die kürzeste Route war 28 Meter, endete auf dem Privatgrundstück. Da gab es eine Route, die war 2 Kilometer, die ging direkt in eine Bar. Und am weitesten, das war die interessanteste für die Forscher, das sind 137 Kilometer nachverfolgbare, der Weg dieses Geleges mit diesem Fake Eye. Und das konnte man fast vollständig also nachvollziehen. Bis zum Endverbraucher. 2 Tage lang war das Ei auf einem Parkplatz oder in so einem Logistik-Supermarktzentrum und von da ist es dann wohl an den Endverbraucher gegangen. 137 Kilometer entfernt von dem Ort der Eiablage der Schildkröte. Das ist total krass. Und man kann dadurch versuchen, die Handelsrouten klarzumachen und zu verdeutlichen und zwei Orte, die diesen Handel, an diesem Handel beteiligt sind, die sind also juristisch interessant und nachgewiesen jetzt durch diese erste Phase, die sie da gemacht haben. Und es ist einmal oder zweimal so gewesen, dass die Leute dieses Tracking nicht bis zum Ende mitverfolgt haben, aber dann dieses Ei gefunden worden ist und dann später irgendwelche Privatpersonen, die dieses Ei gefunden haben und von diesem Handel wussten, die Informationen zurückgespielt haben an die Forscher. Also mit Foto hier, das war übrigens so und so ein Gelege, sodass die nicht persönlich in verdächtigt werden konnten, direkt da irgendwie was mit zu tun zu haben, aber die haben davon gehört, das ist ein Fake-Eye und das gehört zu dieser Forschung und deswegen geben wir denen das jetzt zurück und sagen, was wir über diesen Handel wissen. So. Das ist wohl auch ein, zweimal passiert. Und die wollen das weiter fortführen. So. Cool. Elana fragt gerade die Frage, gab es mal bei Wer weiß denn sowas? Aber ich weiß nicht, welche Frage sie meint. Ich weiß es auch nicht. Gelandet, vielleicht kannst du uns mal schreiben, was du meintest. Das ist ganz schön dreckig, der André. Ja. Hat er schon irgendwas gelebt eigentlich? Ich habe 2, 3 Fische gesehen und auch einen Hai in der Ferne. Und ansonsten habe ich bisher jetzt erstmal nur Müll gesammelt. Bist du auch schon mal in so brackigen und verschmutzten Wasser getaucht, Julia? Ich mag es ja fast gar nicht zu fragen, aber... Ja, also nee, in dem Ausmaß noch nicht. Aber, also ich würde mal sagen, manchmal kam es vielleicht schon ein bisschen nahe ran, aber jetzt sind, also da war aber dann doch noch mehr Leben. Aber ich bezweifle nicht, dass es das so gibt. Also da bin ich ziemlich überzeugt von, dass es das so gibt, wie wir es gerade sehen. Ja, hier kommt diese Öko-Gun echt zum Einsatz. Ich habe hier schon viel... Und wir haben auch irgendwie anscheinend Hebebojen. Damit konnte ich eben 4 Reifen an die Oberfläche. Anscheinend müssen wir hier ordentlich aufräumen. Bin so ein bisschen irritiert, was das mit der ganzen Geschichte zu tun hat. Aber es ist mal interessant, das jetzt so zu machen. Schade, dass hier so wenig Fische sind. Fürs gute Gewissen oder so. Ja, vielleicht. Weil oder wer weiß denn sowas kam die Frage mit diesen Fake-Eiern, mit der Geschichte, die du erzählt hast. Ah, okay. Wir hätten es gewusst. Ja, ja. Inga weiß sowas. Den Artikel, den Inga da geschrieben hat, weiß ich, vielleicht kannst du auch nochmal posten für die sich... Der hast du auch schon... Es war mit einer der ersten, ne? Ja. Weil das hattest du auch im Kinderbuch, oder? Die Geschichte, hattest du die im Kinderbuch? Nee, die ist nicht im Kinderbuch drin. Okay. Die kam danach. Die Lederschildkröte ist im Kinderbuch drin. Aber genau, das hier ist, wozu brauchen wir Tiertracking bei Meerestieren? Das ist der Artikel dazu. Ich weiß gar nicht, ob ich den damals dann abgedatet habe in der Zwischenzeit. Ja, ich habe den. Abgedatet. News vom 8.10. Das war. Wie schön. Ich schicke den mal in den Chat. Ja. Da ist übrigens auch die wundervolle Lachskanone von Nemi Oliver. Ja, ich habe jetzt schon richtig viel Zeug gesammelt an Müll. Aber das reicht wohl noch nicht. Ich frage mich, wo ich das die ganze Zeit lasse in meinem Tauchanzug. Da ist noch ein Netz. Schaut immer noch scheiße aus da.
Ja. Apropos, wir haben noch ein leeres. Jules, hast du diesen Artikel mit den mit dieser neuen Art von Wahlen nochmal gelesen? Meeresnews-mäßig? Nee, ich hab andere Sachen Meeresnews-mäßig gelesen. Okay. Hast du ihn gelesen? Ich habe den gelesen, aber ich habe den jetzt nicht mehr so topfit. Also ja. Es ist eine neue Wahlart entdeckt worden nach Ewigkeiten. Mal wieder. Oh, okay. Nee, ich habe es leider auch nicht. Ich habe den auch vor, ich weiß nicht, 4 Wochen oder so gelesen. Ich habe es jetzt auch nicht mehr so parat. Nee, ich hatte aber jetzt gerade, weil vor 2 Tagen kam News, dass sie auch neue Tierarten entdeckt haben, und zwar in der Antarktis. Okay. Und zwar haben sie da, sie haben ein Loch gebohrt ins Eis, weil sie wollten eigentlich Sedimentproben, also Schlammproben von unterm Eis. Und zwar war das eine Eisfläche, also die Antarktis ist ja, der größte Teil davon ist ja immer mit Eis bedeckt, ne? Das schmilzt ja nicht an allen Stellen weg. Und die haben eine Fläche von, ich glaube, also es waren über 900 Meter, ich glaube, das waren irgendwie 943 Meter oder sowas, Eis, was sie durchgebohrt haben, um an das Wasser darunter zu kommen und an das Sediment darunter zu kommen, und wollten da eben einen Bohrkern, einen Sedimentkern nehmen, und aber anstatt Schlamm sind sie halt voll auf den Stein geknallt. Ups. Bad luck, das haben sie sich nicht so gefreut, aber dann haben sie halt eine Kamera runtergemacht, um zu gucken, shit, was ist da? Und dann haben sie die Kamera runtergelassen und haben dann festgestellt, dass an diesem Stein, den sie da getroffen haben, dass da ganz viele irgendwelche Schwämme und irgendwelche Seepocken oder irgendwelche Viecher wachsen. Also sie konnten noch nicht genau sagen, was. Also ich glaube, Schwämme war relativ sicher, und bei den anderen Sachen wissen sie noch nicht genau, was es ist, weil sie es halt noch gar nicht bestimmt haben. Aber das ist halt total, niemand hat damit gerechnet. Also man wusste, dass es ein bisschen Tiere unter dem Eis gibt, aber halt eher, was sich bewegen kann. Und keine Sessilen, also keine festwachsenden Arten, weil das Eis ist eben voll im Innern, also da ist kilometerweise bleibt das eine Eisfläche immer. Und das heißt, da können ja eigentlich auch keine Algen und so wachsen. Deswegen sollte es eigentlich keine Filterfieder, also eben festsitzende Organismen, die einfach sich Partikel aus dem Wasser filtern, sollte es da nicht geben, weil eigentlich sollte es da nicht wirklich Partikel im Wasser geben. Und deswegen war das ziemlich überraschend. Und Sie haben jetzt da Sachen rausgeholt, die müssen sie jetzt bestimmen, und sie haben auch überhaupt keine Ahnung, wovon diese Viecher leben sollen, da irgendwie auf 1000 Meter Wassertiefe, wo kein Sonnenlicht ist und irgendwie eigentlich auch nichts rumschwimmen sollte. Genau, das waren nämlich quasi die großen News diese Woche. Kannibalen. Ja, sie können sich ja nicht bewegen. Aber wenn nebeneinander wohnen, dann... Ja, ich weiß nicht, auf den Bildern sah es schon so ein bisschen aus, als ob sie Abstand haben. Achso. Keine Ahnung. Wir müssen gespannt sein, was wird. André hat aufgehört, das Riff zu reinigen. Nee, ich hatte jetzt keinen Sauerstoff mehr. Wenn ich dann wieder reingehe, dann fängt wieder die Dame an zu sprechen. Dann muss ich euch unterbrechen. Und ich habe auch gerade festgestellt, ich habe die ganze Zeit dass wir drei im Gesprächsmodus waren angehabt, und das Spiel lief nur links oben in der Ecke. Aber das war gar nicht so schlimm. Ich bin ja eh die ganze Zeit nur durch Brackwasser geschwommen, könnte man sagen. Und ihr hattet ja genug zu erzählen. Ja. Ich wollte jetzt fragen, soll ich nochmal hier im vergessenen Riff ein bisschen weiter aufräumen, oder machen wir Schluss für heute? Ja, Belana hat sich auch schon verabschiedet. Die hat uns gar nicht daran erinnert, dass wir was trinken müssen. Das muss ich jetzt aber gleich mal wieder. Ich muss vor allem jetzt auch langsam was essen. Ja. Ja. Ja, geht mir genauso. Ich würde auch sagen. Und bei mir strahlt die Sonne jetzt rein, weil erstmal, oh Gott, ja, man kann mich gar nicht. Ja, es ist sehr, sehr schön. So. Ja. Ach ja. Ich würde sagen, wir sehen uns demnächst wieder auf Social Media. Und freue mich total, dass alle da waren. Also. Ja. Ich mich auch sehr. Also, wir werden ankündigen, sowohl auf Discord als auch auf Instagram, als auch auf Facebook, als auch auf Twitter, wann wir das nächste Mal streamen. Wissen wir noch nicht ganz genau, weil Inga, du wartest noch darauf, wann denn wohl
Wann denn wohl ein Flugzeug dich nach Hause bringt, weil im Prinzip sitzt du fest da, wo du gerade bist. Naja, festsitzen, also es gibt schon Flüge, aber ich habe einen gebucht und meine Erfahrung aus den letzten Monaten mit gebuchten Flügen ist, dass bis jetzt alle wieder abgesagt worden sind. Ja, also insofern hoffe ich, dass ich spätestens Anfang März wieder in deutschen Landen bin. Und werde das eine Woche vor Flug erfahren, ob der geht oder welchen anderen ich dann nehmen darf, hoffentlich. Ah. Naja, ja. Wird schon alles, Inga. Ja, ja. Genau, weil das so, weil das so ein bisschen ein großes Fragezeichen ist, haben wir jetzt noch keinen Termin, aber wir werden den bekannt geben und wir werden auch nicht zu, hoffentlich nicht zu lange warten und dann wird hier weiter Zeug freigespielt und ich werde mich dann auch nochmal nebenbei ein bisschen hier mit dem Spiel auseinandersetzen, was denn dieser Professor ist. Ich wollte mich nicht spoilern lassen, was denn da für eine Geschichte hinter ist, aber das ist so ein bisschen rätselhaft und man wird auch nicht wirklich schlau daraus. Aber nächstes Mal räumen wir hier weiter auf, gehen auch in diese seltsamen Minen, um Dinge abzubauen. Ich bin mal gespannt. Also wir machen hiermit weiter und es gibt nächstes Mal wieder ein Experiment. Es gibt Neuigkeiten aus Ozean und Meeren. Und wenn ihr irgendwas habt, was ihr gerne mal wissen wollt oder besprochen haben wollt, dann schreibt uns oder sagt es jetzt in den Chat oder schreibt es in die Kommentare oder nehmt auf irgendeine Art mit uns Kontakt auf und wir gucken mal, was wir tun können. Genau, auf Discord könnt ihr auch schreiben und überall erreichbar. Beim nächsten Mal ist dann vielleicht der Dugong auch wieder aus der Winterpause raus. Weil ich zu Hause bin, der blockiert ja da die Badewanne, dann stoße ich ihn da weg und dann muss er wieder arbeiten und kann orakeln und so eine Sachen. Das Arbeitstier. Das Arbeitstier, genau. Ja, cool. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ja. Würde ich auch sagen. Ja? Einen schönen Restsonntag noch. Tschüss. Ja, schönen Sonntag. Macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao.